vergessen. Ich bin doch einigen noch eine Erklärung schuldig. Zumindest, einige Kollegen. Ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht mache, Parodien zum Besten geben. Besonders Lehrer parodieren. Vor allem auf den Chef und den Server. Und einige Fragen sind wahrscheinlich auch sitzen mit Herrn Tim. Ach, schade. Hör mal, ist das denn nicht ein Armutszeugnis, wenn du dich da doch nicht mal traust? Aber da muss ich dem Klaus was weiß ich irgendwo, wenn man mal so sagt, praktisch irgendwo. Leute, ist ja gut, ich mach's ja. Nur Leute, ich darf daran erinnern, was ich auf der Konferenz gesagt habe. Wir alle sind Schulleitung. Und ich möchte alle herzlich bitten, dass man sich mal fragt, in was für einer Situation sind wir eigentlich an solch einem bedeutenden Tag? Was mich betrifft, ich versuche mir manchmal klarzumachen, was für ein himmelweiter Unterschied es ist, wie wir selbst als Lehrer diese Situation einschätzen und wie sie zum Beispiel von Politikern eingeschätzt wird. Und wenn ich sage himmelweit, dann meine ich das heute an diesem Tag wörtlich. Ich stelle mir vor, im Himmel sitzen Politiker und machen sich da oben Gedanken, was hier eigentlich vor sich geht. Und zwar stelle ich mir das so vor, die meisten Gedanken, nicht alle, aber die meisten, machen sich die beiden großen Humoristen der Nachkriegsgeschichte, nämlich Heinrich Lücke und Kohl. Aber es sind auch noch ein paar andere. Fabian, können wir mal? Liebe Freunde, ich frage mich schon die ganze Zeit, woher das dieses Trinkgeruch kommt. Wo macht der wegkommen? Wie wissen Sie das nicht, Herr Kohl? Das weiß ich auch nicht. Aber Lübcke, da schauen Sie doch mal unter Ihre Wolke. Vor der Bundesstraße 7, da ist ja nicht dieses furchtbare Klärwerk. Das dachte ich auch schon, aber dann dachte ich, davor ist doch noch dieses große Haus mit dem grünen Schornstein. Da sind da auch diese drei Buchstaben drauf. Was ist das für Buchstaben? G, N, B und nochmal G. Ach so, GBB, das heißt, das steht da beim Klärwerk.
Ja, vielleicht kommt der Geruch da gar nicht. Vielleicht von der alten Heizung. Die haben nämlich erst eine neue gekriegt. So eine ganze moderne, wissen Sie, die man mit dem Fenster an- und ausmacht. Das ist richtig. Da stehen überhaupt viele Neuerungen ins Haus. Ab Februar bekommen Sie dort doch eine neue Leitung. Was denn für eine Leitung? Ich nehme an, eine Wasserleitung. Oder eine Bierleitung, so riesig eine Gaststätte. Darf ich mal rumfragen, wer zu dem Thema Wirtschaft noch das Wort gewünscht? Ja, bitte zuerst Gerd Stoltenberg. Könnten wir solche Gespräche nicht in einer Wirtschaft weiterführen? Norbert Blüm. Genau. Warum reden wir nicht in einer Kneipe weiter? Meint Björn Ingholm? Ich denke, das liegt um die Sache. Da möchte ich mich ein Stück weit einbringen. Und Helmut Schmidt muss das sein, der auch. Den möchte ich nicht widersprechen. Es gibt überhaupt kein Ende mehr. Also Willy Brandt auch noch. Das ist doch gar keine Frage. Und Roman Herzog? Ach, ich bin der Meinung, warum geben wir uns nicht einen Ruck? Also ich fasse mal zusammen, ihr wollt in die Kneipe. Wir könnten in die Kneipe gehen, es ist im Prinzip nichts gegen zu sagen. Nur wir können nicht in die GPG-Gaststätte gehen. Da ist halt die geschlossene Gesellschaft. Da feiert ein Oberstudiendirektor, man heißt Dr. Servas, seinen Abschied. Der geht in Pension. Eine Frage. Wenn der Mann Oberstudiendirektor ist, warum geht er dann in eine Pension? Dann kann er sich doch ein richtiges Hotel leisten. In sogar in Amerika bei den Negern. Unter Umständen kann er doch Golf spielen. Hundertprozentig richtig. Gerade uns amerikanischen Freunde sind sehr am Golf interessiert. Stimmt's nicht, Ginkel? Klar, Ginkel! Sie sagen das überdeutlich. Allerdings ist das nicht nur auf den Golfsport zu beziehen, sondern auch auf die Golfregion, beziehungsweise auf den gesamten Nahen Osten. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Da unten vom Persischen Golf, da kommt doch das viele Öl weg, oder? Jetzt weiß ich auch, was für eine Leitung, dass die da unten kriegen. Von wegen Wasserleitung oder Bierleitung, die kriegen für die neue Heizung extra eine eigene Pipeline. Das heißt nicht Pipeline, das heißt Pipeline. Können Sie denken, endlich? Nee, da kenne ich nichts von. Aber der Kohl sieht doch auch nicht. Deswegen fahren wir doch auch immer nach Österreich in Urlaub. Und waren Sie diesmal wieder nur am Wolfgangsee? Nein, ich habe auch einen Abstecher am Stanton gemacht. Stanton? Das heißt gewiss St. Anton. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich war eine Woche in St. Anton und eine Woche in der Stei. Ich meine in der St. Eierwald. Haben sie für eine extra Abschiedsmusik gedichtet. Kennen Sie nicht, dann passen Sie sich jetzt mal auf.